Für das Webinar würde ich sehr gerne mit einer Frage an das Publikum starten, um auch ein wenig ein Gefühl zu bekommen, was Sie von der Zukunft erwarten. Ich schalte die Umfrage nun online und sie sollte jetzt bei euch erscheinen als Pop-up. Und ihr dürft sehr gerne eine Antwortmöglichkeit aussuchen. Die Frage wäre, denken Sie, dass durch die Digitalisierung netto gesehen mehr Arbeitsplätze entstehen oder verschwinden? Was meinen Sie? Die Antworten kommen immer mehr rein. Ich warte noch einen ganz kurzen Moment. Wir haben bis jetzt 28 Rückmeldungen. Gut, dann lese ich kurz die Ergebnisse vor. Und zwar haben 45% gesagt, dass aufgrund der Digitalisierung mehr Arbeitsplätze entstehen. 48% hat geantwortet, dass weniger Arbeitsplätze entstehen und 7% weiß es nicht. Und mit dieser Frage würde ich eigentlich gerne einsteigen. Frau Müller, was schätzen Sie ein? Geht uns die Arbeit aufgrund der Digitalisierung aus? Ja, also ich bin da ziemlich zuversichtlich. Ich gehe nicht davon aus, dass uns die Arbeit aufgrund der Digitalisierung ausgehen wird. Denn auch wenn die Technologie extreme Fortschritte macht, so sind wir Menschen den Maschinen eben immer noch bei vielen Tätigkeiten überlegen. Also so haben wir zum Beispiel soziale Kompetenzen und die sind gerade in Berufen, in denen man auch mit Menschen arbeitet, sind die doch sehr, sehr wichtig. Und zudem können wir auch schnell Entscheidungen treffen, gerade auch wenn wir jetzt in Situationen sind, die wir vorher vielleicht so noch nicht erlebt haben. Da finden wir uns eigentlich ziemlich gut zurecht. Es gibt also noch jede Menge Aufgaben, die wir besser erledigen können, als diese Maschinen oder Computer zurzeit tun. Und deshalb gehe ich nicht so davon aus, dass die menschliche Arbeit von den Maschinen oder den Computern ersetzt wird. Vielmehr denke ich, dass die Technologie eben unsere Arbeit ergänzt. Also weniger, dass es eine Entscheidung ist, entweder Mensch oder Maschine, sondern vielmehr, dass eben Menschen und Maschinen auch nebeneinander arbeiten werden. Aber ja, aufgrund der Digitalisierung wird es wohl auch einen Wandel geben im Arbeitsmarkt. Also manche Berufe oder jedenfalls einzelne Tätigkeiten, die werden in Zukunft wohl vermehrt automatisiert werden. Und deshalb werden in manchen Bereichen Jobs verschwinden, also dass diese Berufe vielleicht auch etwas weniger nachgefragt sein werden. Aber in anderen Branchen oder Bereichen, da werden aufgrund der Digitalisierung auch neue oder zusätzliche Stellen geschaffen. Jedoch sind das eben so ein bisschen unterschiedliche Bereiche. Sehr spannend. Und Herr André, wie sehen Sie das? Ja, also zuerst einmal herzlichen Dank für die Einladung, dass wir hier heute unsere Ideen auch loswerden dürfen zu diesem, finde ich, sehr, sehr spannenden Thema. Das ist etwas, das mir sehr nahe liegt, die Diskussion darum. Und ich habe vorhin gesagt, ich weiß es nicht bei der Umfrage, weil für mich ist die Frage nicht, eigentlich gar nicht unbedingt die, ob wir als Gesellschaft genug zu tun haben werden. Das werden wir ja immer irgendwie, davon gehe ich auch. Die Frage ist für mich ein bisschen, was sind die Jobs der Zukunft und schaffen wir es als Gesellschaft von diesem wahnsinnigen Potenzial, das die Digitalisierung ja mitbringt, dass wir nämlich arbeiten, die vielleicht mühsam, langweilig, gefährlich, schwierig,
für unseren Körper sind oder was weiß ich, dass wir wirklich davon profitieren und uns dann eben als Menschen viel stärker entfalten können. Jobs der Zukunft, die prekär sind, weil der digitale Markt gewissermaßen monopolistisch funktioniert. Ich spreche jetzt da vielleicht nicht die Schweiz an, aber wenn man Amazon-Mitarbeitende in den USA, wenn man sieht, was die für Verhältnisse haben, ich meine, kann man dann sagen, ja, die sind alle beschäftigt, die haben alle sogar zwei Jobs, doppelte Vollbeschäftigung, aber höchst prekär. Und ich meine, das kann ja nicht das sein, was wir uns wünschen als Gesellschaft. Und ich denke, da müssen wir darauf einwirken, dass das geschieht, was die Digitalisierung möglich machen könnte, nämlich eigentlich viel mehr menschliche Entfaltung. Wir haben es vorhin gehört, dass die ganzen, ja, dort, wo wir stark sind, dort, wo uns der Computer, wo uns die Algorithmen nie das Wasser werden reichen können, nämlich im Menschsein, empathisch sein, mit Unschärfe umgehen, mit Chaos, da sind wir auch nicht so schlecht. Oder eben auch einfach Authentizität. Ich meine, ich bin gelernter Schreiner. Es ist halt schon etwas Spezielles, wenn ein Mensch etwas von Hand gemacht hat, das ich dann verwende. Ich habe die feste Überzeugung, aber vor allem auch eine Hoffnung, dass diese Dinge, die authentisch sind, dass die wieder wichtiger werden. Also für mich ist die Frage nicht unbedingt, werden wir genug zu tun haben, davon gehe ich aus. Die Frage ist, was werden es für Jobs sein und machen wir das im richtigen Tempo, oder? Für gewisse Menschen geht das sehr, sehr schnell, diese Transition, und für andere nicht genug schnell. Ich denke, wir brauchen da ein gutes Tempo, das müssen wir etwas dosieren als Gesellschaft. Ich glaube nicht, dass man es einzig quasi der Wirtschaft überlassen kann. Ich habe ja heute Abend ja zwei Hüte, ich bin einerseits Unternehmer, aber eben auch Politiker. Ich glaube, das spielt zusammen, aber damit höre ich auch schon auf. Ganz herzlichen Dank. Herr Heckner, stimmen Sie diesen Einschätzungen zu? Ja, ich glaube, die große gesellschaftliche Herausforderung, der wir begegnen müssen oder der wir begegnen werden, ist, dass viele wenige gut gebildete möglicherweise durch die Digitalisierung unter die Räder kommen. Das sind weniger wir wahrscheinlich, die hier miteinander diese Diskussion führen, aber all die, die körperliche Arbeiten oder Dienstleistungen erbringen, die man robotisieren kann, die man automatisieren kann, die werden wegfallen, ob das Taxifahrer sind, ob das Lastwagenfahrer sind. Ich könnte wahrscheinlich noch fünf andere Berufsgruppen anführen. Und das sind viele Menschen, die da betroffen sind. Und die Frage ist, wie können wir es gesellschaftlich schaffen, diesen Menschen eine neue Perspektive zu geben und diese Menschen, diese Mitmenschen, diese Mitbürger so auszubilden, dass sie auch in Zukunft arbeitsmarktfähig sind. Und das sehe ich als die größte Herausforderung an. Wir werden viele gute, coole Jobs haben, aber die gesellschaftliche Herausforderung ist die mitzunehmen, deren Jobs wegfallen. Und das sind wahrscheinlich diejenigen, die weniger gut auf diese neue digitale Arbeitswelt vorbereitet sind. Und den anderen Punkt, den sehe ich gleich, wie ein André auch. Es gibt hier Großfirmen, die dominant werden weltweit, und das kann auch nicht die Zukunft sein, dass wir Monopole haben, die Arbeitsbedingungen für viele Menschen einfach so diktieren. Ganz herzlichen Dank. Herr Heckner, ich würde gerne bei Ihnen bleiben und jetzt ein anderes Thema thematisieren, nämlich die Rekrutierung. Und wie wir jetzt gehört haben, ist der Arbeitsmarkt in einem großen Wandel, und wir wissen, die Einschätzungen schwimmen hin und her, aber ich würde gerne wissen, hat sich jetzt aufgrund des Wandels die Rekrutierung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verändert? Existiert auf dem Arbeitsmarkt ein War on Talents? Lassen Sie mich die zwei Fragen hintereinander beantworten. Also erst einmal die Rekrutierung. Ich glaube, was sich verändert hat, ist das eine Mal, dass unterschiedliche Methoden oder Tools eingesetzt werden. Vielleicht drei Beispiele dazu und dann vielleicht auch, auf was wir mehr Wert legen, und dann zum War on Talent. Also ich hätte mir nie vorstellen können vor einem halben Jahr, dass ein CEO einer Größtfirma einen Hiring-Prozess durchläuft, ohne je den Verwaltungsratspräsidenten und den Rest des Verwaltungsrates physisch getroffen zu haben, weil das rein geografisch nicht möglich ist oder war, weil man nicht reisen konnte. Also Manager, der eine Firma mit 40.000 Mann führt, hat sein Umfeld physisch nie getroffen. Wäre vor 8 Monaten unmöglich gewesen.
Wird das immer so bleiben? Nein, aber wird vermehrt digitale Medien oder Videos eingesetzt werden, um Kandidaten kennenzulernen? Absolut, das ist das erste Beispiel. Das zweite ist, und das sehen wir mehr aus der Beobachtung und nicht, weil wir selber daran beteiligt sind, es fing schon vor 10 Jahren an, Großfirmen, die ihre eigenen Hiring-Teams aufgebaut haben, wie Roche oder Novartis und andere Großfirmen, um Studienabgänger oder junge Executives zu heiern, die ganz gezielt auch Software unterstützt oder Logarithmen unterstützt, nach Talenten suchen, die angehen, proaktiv angehen und dann in Bewerbungsgespräche einsteigen. Und das Dritte, da geht es jetzt mehr um Experten, das ist vielleicht mehr eine Firma wie Adecco, die Erstgespräche sind heute computergeführt und nicht mehr durch einen Menschen. Also die Möglichkeit, jemanden auf Expertenwissen zu testen, sitzt heute bereits in der Maschine und nicht mehr beim Mitarbeiter. Das kommt später. Also diese Digitalisierung, diese logarithmenunterstützte Einstellungsmethoden, die werden zunehmen. Was man nicht abtesten kann oder wahrscheinlich auch weiter nicht abtesten wird über viele Jahre, ist das Thema Persönlichkeit und wie ich auf Druck reagiere, was meine Gefühlswelt ist, wenn ich entscheide zu treffen habe, was mir schwierig fällt, leicht fällt bei schwierigen Entscheiden. Und ich glaube, da haben wir auch einen Mehrwert zu liefern als Egon Zehnder. Vielleicht so viel zur Rekrutierung. War for Talent, nichts Neues, das gibt es seit 10 Jahren. Das wird auch weiter so bleiben. Wir haben demografische Veränderungen, Aging Population, das ist ein großer Treiber. Wir haben die Digitalisierung, die andere Anforderungen bedingt. Und wir haben auch aus dem raus andere Jobanforderungen. Wir leben in einer komplexen Welt, wo wir die Vergangenheit nicht als lineare Weiterentwicklung der Zukunft sehen können. Und aus diesem Grund ist der War for Talent ein Thema heute und wird es bleiben. Mit der Ausnahme von 2 Jahren. Und das ist jetzt und nächstes Jahr. Wer jetzt Studienabgänger ist oder ein MBA fertig hat, wird es schwieriger haben, einen Job zu finden, einen guten Job. Das war 2009, 2010 auch so. Deshalb würde ich allen empfehlen, entweder sich weiterzubilden dieses oder nächstes Jahr oder möglichst frühzeitig mit einer Jobsuche anzufangen. Und nicht für den besten Job zu gehen, sondern für einen guten Job. Und dann kommt es auch gut. Das wäre die Empfehlung an die Jungen hier. Es gibt Jobs, es wird ein bisschen schwieriger sein, kreativ sein, resilient sein. Ganz herzlichen Dank für die Empfehlungen. Ich hätte noch eine weitere Frage. Welche neuen Skills müssen die Berufseinsteiger mitbringen? Was ist da notwendig? Gibt es da Dinge, auf die man mehr Wert legen sollte als andere? Wir nennen das Potenzial und schauen unabhängig vom Alter auf Potenzial. Aber was sind die Themen, die wichtig sind und auf die bei Berufseinsteigern geschaut wird? Das eine ist eine gewisse Agilität und auch Resilienz, also Zielorientierung, aber auch die Fähigkeit, flexibel Ziele anzusteuern, anpassungsfähig zu sein. Das ist das Erste. Damit verbunden vielleicht auch, wenn man in einer größeren Firma Karriere machen will, eine gewisse internationale Flexibilität. Ich glaube, die braucht es auch in Zukunft. Also das erste Thema wäre Agilität, Resilienz. Das zweite ist sicherlich Sozialkompetenz. Ich glaube, das ist wahrscheinlich das Wichtigste. Und für mich heißt das Teamfähigkeit, Empathie für andere zu haben und gleichzeitig auch kommunizieren zu können. Leute mit auf eine Reise, emotional oder auch intellektuell mitzunehmen. Ich glaube, das dritte Thema ist das Thema Neudeutsch Self-Awareness, ein Verständnis von sich selbst. Wer bin ich? Was tue ich gerne? Was tue ich nicht gerne? Was fällt mir leicht? Mit was habe ich Schwierigkeiten, um als Person zu wachsen? Und letztlich eine Neugierigkeit zu entwickeln, nicht nur in was läuft da draußen im Markt und wer ist mein Kollege, sondern auch wer bin ich? Also diese Neugierigkeit in sich selbst. Und das letzte Thema ist für mich, dass die Fähigkeit, systemisch zu denken, zu verstehen oder zu lernen, von oben runter auf eine Situation zu schauen. Wie schaut mein Vorgesetzter eine Situation an? Wie würde ich auf diese Situation oder auf dieses Bild von einer höheren Lage schauen? Das wären die Themen, die ich
mir oder uns mitgeben würde als Berufseinsteiger. Vielen Dank. Herr André, Sie haben ja ein Unternehmen, die Webagentur Leap. Und ich hätte eine Frage an Sie. Welche Skills müssen Ihre zukünftigen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer mitbringen? Also ich kann eigentlich alles unterschreiben, was natürlich jetzt Herr Heckner gerade gesagt hat, weil das sind diese Dinge, die ganz offensichtlich heute erfragt werden. Ich würde aber eigentlich deshalb, weil ich da nicht wahnsinnig viel zu ergänzen habe, ein bisschen die Frage umdrehen und schauen, was müssen Unternehmer und Unternehmerinnen tun, die ja diese Talente wollen. Und ich denke, da ändert im Moment sehr, sehr viel. Und wir haben als Firma aus verschiedenen Gründen, aber auch aus diesem Grund, weil wir ein junges Publikum haben, ein gut gebildetes Publikum, ein sehr internationales Publikum. Wir bei Leap, diesen etwa 180 Leuten mit etwas über 20 Nationen, sind nicht gesellschaftlich repräsentativ für die Schweizer Arbeitnehmenden. Aber wir sind ein Indiz dafür, was kommt an wie soll ich sagen, Arbeitnehmende der Zukunft. Und ich denke, was eine Herausforderung ist für Firmen heute, die eben diese Talente anziehen wollen, ist, dass eine neue Generation nachkommt, die nicht mehr ganz gleich tickt wie beispielsweise meine. Ich bin auch jetzt schon etwas älter als ihr, mit meinen 44 Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Aber ich denke, der Unterschied, als ich damals als Schreiner begonnen habe, was war das, Ende 80er, Anfangs 90er, da war schon so man war sehr, sehr loyal, sehr obrigkeitsgläubig, also was der Chef gesagt hat, das musste man irgendwie zähneknirschend einfach akzeptieren. Und es war so ein bisschen die Art und Weise, wie zusammengearbeitet wurde, die Hackordnung war relativ klar. Und so jetzt bei uns, auch weil wir natürlich relativ jung selber begonnen haben, diese Firma loszutreten, haben das grundsätzlich anders gemacht und haben das auch mit den Leuten, die zu uns gekommen, ganz anders erlebt und gelebt. Also weil jemand in einer Hierarchie oben steht, heißt das nicht, dass diese Person Recht haben muss. Das gibt keine natürliche Korrelation. Das kann durchaus komplett falsch sein. Und wenn das falsch ist, ist das richtig, dass das gechallenged wird. Und ich denke, die Generation, die nachwächst, die jetzt in den Arbeitsmarkt drängt, ist nicht mehr gleich obrigkeitsgläubig, und ich finde das eigentlich gut, wagt es, Vorgesetzten gewissermaßen die Meinung zu sagen. Wir sind dann als Firma so weit gegangen, dass wir gesagt haben, ja, dieses Konzept von Hierarchie, also Menschen stehen über anderen und können quasi über diese Befinden und Weisungen durchgeben, dass dieses Konzept eigentlich irgendwie antiquiert ist und nicht mehr passt. Deshalb haben wir das traditionelle hierarchische pyramidale System, wo Menschen Untergeordnete haben, das haben wir aufgelöst und überführt in ein sogenannt holokratisches System, wo Macht eigentlich, die ist immer noch da. Also Macht geht nicht einfach weg, nur wenn man sagt, man hätte jetzt keine Hierarchie und keine Chefs mehr. Aber die Macht ist dezentralisiert und eigentlich in den Händen aller, absolut im Rahmen der Rollen, in denen man aktiv ist. Also das geht sehr, sehr weit. Ich finde das super spannend und ich glaube, das ist eine Antwort darauf, was Firmen heute bieten müssen, um Talente anzuziehen, die eben nicht mehr so ticken wie vielleicht meine oder Frank Heckners Generation. Und vielleicht kann Herr Heckner das auch noch ein bisschen einordnen aus seiner Perspektive. Wie gesagt, unsere Firma ist nicht wirklich gesellschaftlich repräsentativ und dennoch habe ich das Gefühl, das ist das, was auf uns zukommt. Herzlichen Dank. Ich würde, also auf die Unternehmensstruktur würde ich dann nachher im Verlauf des Webinars eingehen, aber ich würde ein Wort herauspicken aus Ihrer Antwort, welche ich sehr spannend finde, nämlich die Loyalität. Und sieht man, Frau Müller, in den Daten, dass die jungen Arbeitnehmer und Arbeitnehmer unloyaler sind? Wechseln sie öfters ihre Arbeitsplätze? Nein, also die Daten, die man bis jetzt hat, da sieht man eigentlich, dass das nicht unbedingt zutrifft. Also ich denke, es ist vielleicht schon so, dass man heutzutage hat man nicht mehr diese Karrieren, bei denen man einfach quasi das ganze Leben oder die ganze Berufskarriere bei einem Unternehmen bleibt. Aber es wird dann manchmal auch gesagt, dass die Jungen eben so sehr
quasi unloyal sind und dass es ein bisschen ein Jobhopping gibt. Und dafür gibt es jetzt in der Schweiz eigentlich noch keine Indizien. Also viele bleiben auch über mehrere Jahre beim gleichen Arbeitgeber. Vielen Dank. Und ich hätte noch eine weitere Frage. Und zwar würde ich weitergehen und immer noch im Wandel des Arbeitsmarktes bleiben und auf die Arbeitsformen eingehen. Entstehen aufgrund des Wandels neue Arbeitsformen? Und wenn ja, welche, Frau Müller? Also mit den neuen Technologien, die man heute hat, das ermöglicht es uns eben auch etwas anders zu arbeiten. Und ja, als erstes Beispiel, da kommt mir meistens eben diese Plattformarbeit in den Sinn, also die typischen Beispiele wie Uber, die man da kennt. Und ja, anders als im Ausland ist die sogenannte Gig Economy in der Schweiz noch nicht besonders ausgeprägt. Also es gibt einen sehr, sehr kleinen Anteil von Personen, die ihre Arbeit auf solchen Internetplattformen zur Verfügung stellen. Also das Bundesamt für Statistik, das hat da eine Analyse gemacht und kam zum Schluss, dass nicht einmal 0,5% der Personen im erwerbsfähigen Alter eben dieser Gig-Economy angehören, also auf Plattformen arbeiten. Aber ja, die Digitalisierung, die bringt auch sehr, sehr viel Flexibilität in das Arbeiten. Also wir haben das jetzt auch sehr gut gesehen während des Lockdowns. Da sind viele Leute haben dann im Homeoffice gearbeitet. Also heute sind die Jobs sicher weniger ortsgebunden oder ich sage jetzt mal viele Jobs. Also es gibt natürlich immer noch Leute, die an feste Arbeitsorte und Arbeitszeiten gebunden sind. Aber für viele von uns, da reicht eigentlich ein Laptop und eine Internetverbindung, damit wir eben mehr oder weniger überall und jederzeit arbeiten können. Und ja, dies hat dann auch einen Einfluss auf die Zusammensetzung unserer Arbeit. Also wenn wir jetzt denken mit der Digitalisierung, da ist auch die Kommunikation, die wurde deutlich schneller, deutlich günstiger. Und deshalb ist es heute auch möglich, zum Beispiel in Projekten zu arbeiten mit Personen aus anderen Organisationen oder gar aus anderen Ländern. Also weil es gibt ja sehr, sehr viele Tools. Wir haben vorhin auch gehört mit den Videos, die bereits im Bewerbungsprozess eingesetzt werden. Also es wurde alles doch auch deutlich flexibler. Herzlichen Dank. Herr André, stimmen Sie auch diesen Einschätzungen zu? Durchaus, also eben gerade dieses Ortsgebundene, ich meine, da haben wir ja dieses Jahr eine wirklich gewissermaßen Kehrtwende erlebt. Also es ist ja auch ganz spannend, was passiert ist. Ich habe jetzt in unserer Firma war ja dieses quasi von zu Hause arbeiten oder von wo auch immer arbeiten eigentlich nie wirklich ein Problem, weil das machte man einfach, weil das gehört bei uns ein bisschen dazu. Und trotzdem fand ich dann trotzdem auch spannend, die Leute kommen dennoch gerne ins Büro, auch weil die Büros sind gut gelegen, in der Mitte der Stadt etc. Aber was ich eben spannend fand, war all diese Firmen, und ich kenne eben schon auch viele Unternehmer vor allem, also eben die Menschen, die da dann eben diesen Firmen vorstehen, die eigentlich ihren Leuten nicht zugemutet haben, dass sie, wenn sie von zu Hause arbeiten würden, etwas arbeiten würden. Und plötzlich siehe da, das funktioniert ja. Ich glaube, das war ein ganz wichtiges Signal eigentlich in einer Beweisführung. Liebe Leute, vertraut euren Mitarbeitern. Die Arbeit, ich sage nicht, dass das einfach alles Friede, Freude, Eierkuchen. Es gibt immer Trittbrettfahrer, es gibt immer, ich rede vom großen Ganzen, glaube ich, ist die Erfahrung doch sehr, sehr gut gewesen zu spüren. Eigentlich können wir ja unseren Leuten vertrauen, auch wenn die zu Hause sind, wird das Zeug gemacht. Also ich fand das eigentlich eine sehr heilsame Erfahrung. Aber eben, es stellt die Unternehmen vor andere Herausforderungen, oder diese Ortsungebundenheit, wie kann man da noch gemeinsam Erlebnisse haben. Und ich meine, das virtuelle Feierabendbier ist ja schon lustig, aber nach dem dritten Mal, ja, irgendwie, es hat seine Limiten. Also ich denke, ich hoffe, es wird genug davon bleiben, langfristig, dass es eben wirklich einen Nutzen stiftet für die Menschen, die eben weniger pendeln müssen. Und andererseits man eben dann trotzdem so dosieren kann und sich gemeinsam sieht, damit eben eine Firmenkultur, ja,
aufrechterhalten kann. Ich habe gerade gestern hatten wir ein Meeting. Wir haben in der Firma ein neues Format für irgendeinen Austausch in einem Kreis. Und es war nicht so recht klar, wofür wir dieses Format jetzt umgebaut hatten, weil das Vordere war nicht ganz okay. Am Schluss haben wir gemerkt, eigentlich tun wir das, was wir sonst an der Kaffeemaschine täten, weil die Kaffeemaschine, die fehlt uns. Und jetzt müssen wir quasi nicht mal nach der Arbeit, sondern einfach dieses so zwischendurch, das müssen wir irgendwie ein bisschen institutionalisieren, weil sonst geht da ganz viel, einfach das Spontane. Es gibt keine Agenda, wir quatschen ein bisschen. Ich glaube, da braucht es viele neue Ideen auch, wie man kulturell einwirken kann, damit das eben nicht alles völlig virtualisiert und man eigentlich ein bisschen den Bezug auch verliert. Herr Regner, haben Sie auch solche Erfahrungen gesammelt? Ja, bei uns hat Corona das Homeoffice zum Leben gebracht. Also ja, also ich glaube, am Schluss werden wir irgendwo einen Mittelweg finden, dass die Leute oder die Mitarbeiter wahrscheinlich 60% im Büro sind und 40% von zu Hause arbeiten und die Flexibilität haben, wie sie ihre Zeit da verbringen wollen. Aber ein Grundsatzverständnis, dass man sich sehen muss, weil Innovation findet nicht hinterm Computer statt und auch Planen ist besser, wenn man miteinander zusammensitzt. Was für mich die große Frage ist, und das hat weniger mit mittelständischen Firmen zu tun, wenn man mal realisiert hat, dass von 100.000 Arbeitern, ich nehme jetzt eine Zahl, viele den Job von zu Hause machen können, dann können die den vielleicht nicht nur aus der Schweiz machen, sondern auch aus Indien oder China. Ich glaube, die Frage, die wird noch auf uns zukommen, wo Jobs hinverlagert werden, wenn man jetzt mal realisiert hat, den kann man eigentlich von zu Hause machen. Und da gibt es keine Antworten, aber das wird sicherlich auch nochmal zu Fragen führen, die gesellschaftlich schwierig zu beantworten oder zu schwierigen gesellschaftlichen Diskussionen führen könnten oder werden. Gig Economy, ich glaube, da gibt es gewisse, die sind jetzt geheilt worden, die waren Gig Economy und dann kam Corona und das Telefon hat aufgehört zu klingeln. Und andere mussten sich neu orientieren und haben sehr, sehr kreative neue Ideen entwickelt, wie man in Zukunft neue Geschäftsmodelle, neue Geschäft. Und ich glaube, es ist beides. Ich glaube nicht, dass wir in einer Gig-Economy enden werden. Wir wollen Kollegen haben, die wir kennen, mit denen wir wirklich zusammenarbeiten und die wir auch physisch treffen. Das wird für den größten Teil der Mitarbeiter oder Mitmenschen wahrscheinlich so bleiben, zumindest bei mir. Ganz herzlichen Dank. Ich glaube, es kommen auch immer mehr neue Arbeitsstrukturen auf. Demnächst eben, sei es international oder halt eine andere Arbeitsstruktur, wie bei Ihrem Unternehmen, Herr André, nämlich in der Lieb AG. Sie haben, wie schon vorhin erwähnt, praktisch keine Hierarchien. Sie haben eine holokratische Unternehmensstruktur. Wie können wir uns das aber genau vorstellen und was wären Vor- und Nachteile von solch einer Struktur? Also eben, ich habe es vorhin kurz angedeutet, es ist eigentlich eine Neuorganisation von Macht. Traditionell wird ja Macht hierarchisch organisiert. Ich war auch einmal an der Spitze dieser Firma und habe quasi die gesamte Macht geballt bei mir quasi wiedergefunden. Und das ist das traditionelle System, das wir eigentlich perfektioniert haben mit der Industrialisierung, weil da die Arbeitsteilung in der Fabrikarbeit auf diese Weise eben sehr effektiv war. Ich denke, das war auch zu einem guten Teil das Verdienst dieser Organisationsform, der Prosperität des letzten Jahrhunderts. Also das würde ich mit keinem Wort kleinreden wollen. Nur sind wir heute nicht mehr in einer fabrikähnlichen Arbeitsform. Die meisten Menschen von uns sind in Dienstleistungsjobs, in der Informationsgesellschaft unterwegs und das ist irgendwie gar nicht mehr die gleiche Art des Arbeitens. Und da kommt, glaube ich, immer mehr so ein bisschen die Erkenntnis durch, vielleicht müssen wir wirklich das Betriebssystem austauschen. Also ich brauche da häufig die Analogie von Betriebssystemen in Software und ich glaube, wir haben jetzt heute wirklich mit dem traditionellen System, ein System aus dem letzten Jahrhundert, dieses Pyramidale, das sich nicht mehr updaten lässt. Das hat man jetzt die letzten Jahrzehnte versucht, aber da kommt man irgendwie ans Limit. Und Holacracy, das System, das wir jetzt eben anwenden, ist quasi ein neues, ein anderes Betriebssystem, das ganz grundsätzlich anders Macht aufteilt, nämlich dezentral. Wir haben auch
eine Hierarchie, aber eine Hierarchie von Kontext, nie eine Hierarchie von Menschen. Ich habe in der Firma mehrere Rollen an ganz verschiedenen Stellen in dieser Hierarchie der Kontexte. Was überall gleich ist, ich habe die absolute Autorität im Rahmen dieser Rolle zu tun und zu machen, was ich für richtig befinde, weil ich habe diese Rolle ja inne. Und das stimmt für meine 100, heute glaube ich 73 Kolleginnen ebenfalls. Das System kennt sehr klare Regeln, wie man die Regeln verändert. Also wenn ich jetzt in einer Rolle drin bin und merke, Moment mal, da gibt es ein Problem mit einer anderen Rolle, da haben wir einen ganz klaren Prozess, wie sich die Regeln ändern lassen. Und dieses Privileg haben alle Rolleninhabende. Aus der Rolle hinaus, heraus kann man die Regeln ändern. Und das, der Kernpunkt, das ist eigentlich da, wo sich so ein bisschen Holacracy kondensiert und konzentriert und eben unterscheidet von traditionellen Systemen, ist, dass wenn ich eine Änderung an den Spielregeln machen möchte, um das Problem meiner Rolle zu lösen, kann ich das und die anderen müssen mir beweisen, dass ich damit Schaden anrichte. Ich muss sie nie davon überzeugen, dass ich das Richtige tue, weil ich weiß ja, das löst das Problem in meiner Rolle. Jetzt ist es an euch, die anderen Rollen in diesen konkreten Kreisen, mir zu beweisen, damit ich, dass ich damit Schaden anrichte. Und das ist eigentlich so ein bisschen der Game Changer, weil plötzlich ist die Diskussion nicht mehr, wer kann sich am besten ausdrücken, wer ist in der Hackon und wem muss ich irgendeinen Gefallen machen. Das spielt alles keine Rolle. Die Frage ist einzig, gibt es einen Beleg, einen Hinweis dafür, dass das, was vorgeschlagen wird, Schaden anrichtet? Und wenn ich das belegen kann, und auch dieser Beleg, da gibt es 8 Fragen zu beantworten und die muss ich als jemand, der in einer anderen Rolle einen Einwand formuliert, mit Ja beantworten. Das sind so verschiedene Fragen. Die eine ist, wissend, dass wir diese Änderung nächste Woche wieder anpassen können, ist es vielleicht safe enough to try? Ist es genug sicher, das einfach zu tun? Und da fällt man häufig raus und ich soll überlegen, ja, okay, wahrscheinlich schon. Also man verkürzt die Diskussion massiv und ja, tut gewissermaßen die Beweislast umkehren. Es ist nicht mehr an mir, euch zu erklären, dass die neue Regelung meine Probleme lösen würde in meiner Rolle. Wenn ihr findet, das schadet bei euch, dann belegt es. Und erst wenn ihr das belegen könnt, bekommt quasi die andere Rolle den Zugang mit mir, eine bessere Lösung auszuhandeln. Aber nicht die ganze Gruppe, nicht. Es ist auch überhaupt nicht demokratisch. Es gibt einige demokratische Elemente, aber es ist einfach etwas grundsätzlich anders, sogenannt soziokratisch ist eigentlich der Begriff. Holokratie ist eine Soziokratie. Gewissermaßen etwas zwischen der Autokratie und der Demokratie, so ein bisschen die Fusion der beiden Dinge im positiven Sinne. Also ich finde es ein sehr, sehr spannendes Modell, das wirklich ganz anders als das Traditionelle tickt und es braucht etwas, bis man dahin kommt, dass das eben auch effektiv wird. Wir machen jetzt bei uns in der Firma das jetzt dann bald 5 Jahre. Wir waren auch die ersten in der Schweiz in dieser Dimension mit weit über 100 Mitarbeitenden. Es gibt viele Firmen, die jetzt nachgezogen sind. Ich denke, es wird immer einfacher, so ein System anzuwenden. Weil wir die ersten waren, haben wir ein bisschen stärker geblutet. Dafür war der Pokal umso größer. Herzlichen Dank. Sie haben jetzt eigentlich sehr viele Vorteile aufgezeigt und sind äußerst spannend. Haben Sie auch gewisse Defizite miterlebt in diesem System? Also vielleicht so ein bisschen die Punkte, wo ich Limiten sehe oder wo ich durchaus auch Probleme sehe. Ich meine, wir können als Firma keine Chefposten mehr anbieten. Das gibt es nicht mehr. Menschen, die eine traditionelle Karriere machen wollen und anderen Menschen sagen können, was sie zu tun haben, das können wir nicht mehr anbieten. Und das wird nach wie vor nachgefragt. Es gibt Menschen, die gerne Chef über andere sind. Das können wir nicht mehr anbieten. Jetzt hat das uns nicht weniger attraktiv gemacht, im Gegenteil. Aber ich würde behaupten, dass das viele Firmen vielleicht heute noch ziemlich herausfordern könnte, diese Vorstellung von, was bedeutet Karriere bei Lieb? Was bedeutet Karriere bei einer Post? Auch wir mussten diese Frage und müssen sie immer noch challenge, weil wir haben die Antworten noch nicht alle gefunden. Eben, wie kommt man weiter und wie weit kommt man? Weil wir haben ja trotzdem, wir sind zwar egalitär, aber wir sind alle verschieden. Wir haben auch Lohndifferenzen. Wie konstituieren sich die? Etc. Also da gibt es einige Dinge,
die man sich gut überlegen muss, was das der Vorteil ist. Eben, es gibt immer mehr Firmen, die jetzt so funktionieren, und es gibt immer mehr so, ja, Vorlagen, die man quasi übernehmen kann, damit man nicht immer wieder bei Null beginnen muss. Aber wir mussten wirklich bei Null beginnen. Ich meine, als Aktiengesellschaft, was ist die Rolle des Verwaltungsrates? Wie funktioniert das alles? Das war wirklich dieses ganze Lohnsystem. Ich muss sagen, wir haben schon ein paar Jahre davor mit Selbstorganisation hantiert, aber es bleibt immer noch zu einem guten Teil Neuland. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung. Und das andere, und das finde ich ist auch eine Schwierigkeit, aber ich finde das eine durchaus gute. Oder wenn man diese Vorgesetzten nicht mehr hat, dann hat man auch keine Vater- und Mutterfiguren mehr, die Menschen quasi so ein bisschen, wie soll ich sagen, sie schützen vor dieser rauen Welt. Also wir erwarten erwachsene Menschen bei uns in der Firma, die eigentlich damit leben können, dass sie keine Vater- und Mutterfiguren mehr haben. Jetzt wird das natürlich anders flankiert, weil man ist eine Gruppe, man ist ein Team. Es gibt trotzdem Menschen, die vielleicht einem ein bisschen mehr Trost oder Sicherheit vermitteln können. Aber eigentlich ist man ein bisschen des eigenen Glückes Schmied bei uns. Man hat aber eben das ganze Arsenal, also die ganze Verantwortung, aber eben auch die Macht, die nötig ist. Aber wir erwarten viel. Ich denke, wir erwarten mehr als das, was der Standardmitarbeitende heute mitbringen muss, weil es ja immer jemanden gibt, der dann sagt, ja, und hier ist fertig und da darfst und da darfst du nicht. Aber das gibt's bei uns nicht. Ganz herzlichen Dank für die Ausführungen. Es ist ein äußerst spannendes Modell für ein Unternehmen. Und ich würde gerne eine zweite Frage ans Publikum stellen. Und es sollte wieder ein Pop-up-Fenster erscheinen. So, genau. Und die Frage wäre, können Sie sich vorstellen, in solch einer holokratischen Organisationsstruktur zu arbeiten? Und das würde mich jetzt sehr wundern nehmen. Die Antworten tröpfeln rein. Ich warte noch kurz 10 Sekunden. Besten Dank. Also die Ergebnisse mit 80% haben für Ja gestimmt, dass Sie sich das vorstellen können. 17% haben Nein gestimmt, Sie können sich das nicht vorstellen. Und 3%, eine Stimme, weiß es nicht. Sehr, sehr spannend, äußerst spannend. Und Herr Heckner, ich hätte eine Frage für Sie. Brauchen wir immer noch Leader? Also ich meine, wir sehen jetzt, dass eine große Mehrheit vom Publikum in solch einer Organisationsstruktur arbeiten können. Also erst einmal, wenn ich 30 Jahre jünger wäre und in diese Werbebranche unterwegs wäre, dann würde ich mich jetzt sofort bei Herrn André bewerben. und ich habe das Glück, dass Egon Zehnder, der ähnliche Strukturen hat, ist in einer Partnerschaft organisiert, aber ich würde uns auch als holokratisch bezeichnen, habe mir das zwar noch nie so unter diesem Namen auf meinen eigenen Bildschirm gerufen. Ich glaube, zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, wir brauchen mehr Leadership als je und gleichzeitig weniger Management als je. Lassen Sie mich das erklären. Was verstehe ich unter Leadership? Ich glaube, die Welt ist, wie gesagt, so komplex geworden, dass der einzelne CEO oben nicht mehr in der Lage ist, wirklich zu verstehen, was in seinem System passiert. Bis er versteht, was passiert, hat sich die Welt so stark verändert, dass Entscheide ex post oder Entscheide zu spät kommen. Das heißt, man muss Leute mobilisieren, ermächtigen, selber Entscheide fällen zu können. Und das geht in Großfirmen ab. Ob das jetzt Novartis ist, die sagt an Boss, das ist ein sehr weiter Weg, wenn man aus einer sehr hierarchischen Struktur kommt, das ist wahrscheinlich ein Generationenauftrag, oder Roche, die haben Budgets abgeschafft. Es wird diskutiert, was kann man besser machen und nicht, ob man jetzt im Vergleich zum Budget da ist, wo man hat sein wollen. Gibt es viele neue, andere solche Themen auch. Aber was heißt jetzt Leadership ganz konkret?
Leadership heißt, dass man einen Zweck definiert, warum gibt es uns als Firma? Letztlich der Grund, warum Mitarbeiter zu einer Firma kommen. Wenn ich wieder das Beispiel Roche nehme, doing now what patients need next. Da geht es rein um Innovation, um Themen zu bewirtschaften, um Innovationsthemen zu besetzen, um Krankheiten zu heilen, die man heute noch nicht heilen kann. Deshalb arbeiten die Mitarbeiter bei Roche. Also was ist unsere gesellschaftliche Existenzgrundlage? Ich glaube, die muss ganz klar sein. Das kann nur von oben kommen. Die Frage ist auch, was ist unsere Aspiration? Wollen wir Marktführer sein? Welche Dinge wollen wir wirklich gut machen? Und mit welchen Werten wollen wir diese Ziele erreichen? Und ich glaube, das muss klar sein und das muss von oben zusammen mit den Mitarbeitern definiert werden. Aber am Schluss sitzt diese Verantwortung, glaube ich, beim Management oder beim Leadership, nicht beim Management. Und wenn das einmal gegeben ist, muss ein Handlungsrahmen, ein Verantwortungsrahmen, wie man das auch immer nennt, vorgegeben werden, in welchem dann Innovation passieren kann. Zusammenarbeit entsteht, um Innovation zu schaffen. Das heißt, Mitarbeiter experimentieren zu lassen und ein Umfeld zu schaffen, in welchem sich Mitarbeiter psychologisch sicher fühlen, wo sie zugeben, dass sie Fehler gemacht haben, wo sie über ihre eigenen Schwächen berichten können, wo sie ermutigt werden, andere zu unterstützen. Und das verstehe ich und das verstehen wir als Leadership. Und ich glaube, das wird von vielen heute erkannt, auch in Großfirmen. Die Umsetzung dessen ist ein wirklich schwieriger Weg. Das fängt, wie es Herr André schon gesagt hat, ganz oben an. Der Verwaltungsrat muss erst einmal begreifen, dass anders geführt werden soll. Oder muss der Verwaltungsrat, das sind ehemalige Macht, ja, diese Machtstrukturen, die alten Machtstrukturen erlebt haben, die sind 60, 65. Es kommt ein neues hier und sagt, ich mache alles anders. Wie bitte? Also Leadership viel mehr ist wichtig, Management viel weniger. Es ist ein Weg, viele haben sich auf den Weg gemacht. Ich glaube, das ist der einzige Weg, um nachhaltig in Zukunft erfolgreich zu sein. Herzlichen Dank für Ihre Antwort. Ich hätte eine Frage für die Zukunft, und zwar Frau Müller, was wäre Ihre Prognose? Wird es in Zukunft vermehrt Unternehmen geben, welche holokratische Strukturen aufweisen? Also ich denke, es ist hier sehr schwierig, eine Prognose zu machen. Die Zukunft wird sich zeigen, auch wie sich eben die Organisation der Unternehmen entwickeln werden. Ich denke, es kann gut sein, dass in Zukunft eben auch mehr Unternehmen Alternativen zu den heutigen Organisationsstrukturen ausprobieren. Und man hat ja jetzt auch gerade hier in dieser Abstimmung gesehen, also ich denke auch auf viele jüngere Leute, da ist vor allem eben dieser Gedanke, dass man auch selber Entscheidungen treffen kann, dass man selbstverantwortlich mitentscheiden kann, innerhalb seiner Rolle viel Autonomie hat. Das wirkt sicher auch ansprechend. Andererseits gibt es sicherlich auch Leute, die doch auch ziemlich froh sind, dann einen Chef zu haben, der dann manchmal doch das letzte Wort spricht und der auch so ein bisschen diesen Druck eben immer Entscheidungen selber zu treffen und dann auch die Verantwortung dafür zu tragen, wegnimmt. Und wenn man bis jetzt sieht, man hat sich diese holokratische Organisation noch nicht so durchgesetzt. Also es sind eher so einzelne Firmen, von denen man hört, dass sie eben diese Organisationsstruktur haben. Ich denke aber schon, dass dieses sehr hierarchische, wie wir es vorhin von Herrn André gehört haben, wie es früher war in der Industrie, also in der Industrialisierung, dass das schon so ein bisschen mehr verschwunden ist. Wenn man sich aber jetzt die Daten anschaut, dann sieht man, dass eigentlich der Anteil an Führungskräften an den gesamten Erwerbstätigen, der hat seit den 90er Jahren stets immer ein bisschen zugenommen. Also es gibt wohl auch immer noch viele Unternehmen, die gerne Chefs haben, wie wir vorhin gehört haben. Es gibt auch viele Leute, die eben gerne Chef sein möchten und wohl auch noch immer Leute, die gerne einen Chef haben. Aber ich denke, wichtig ist es sicher auch, dass jede Organisation für sich selber eine Lösung findet, die gut passt. Und
dann ist es ja meistens so, dass eben gerade die Leute, die jetzt eher weniger mit diesen typisch hierarchischen Stufen anfangen können, dass die sich eben bei einem Unternehmen wie das von Herr André bewerben werden und die anderen, die eben lieber auf einen Chef setzen oder auch selber aufsteigen möchten, dass die zu einem anderen Unternehmen gehen. Also ich denke, es ist da auch so ein bisschen dahingehend getrieben, wie sich auch die Gesellschaft wandelt und was man in Zukunft auch gerne haben möchte. Ganz herzlichen Dank für die Beantwortung der Frage. Ich würde nun gerne Fragen aus dem Chat entgegennehmen. Und wir haben eine Frage im Chat, welche ich gerne vorlesen möchte. Nämlich die Frage ist von Sarah Schrieber. Sie hat gefragt, wenn die langweiligen Arbeiten wegfallen und diese Zeit besser genutzt werden sollte, wäre der Mensch dann allenfalls nicht auch von einer ständigen kognitiven Auslastung bist du Überlastung betroffen? Was meinen Sie dazu? Möchte jemand das Wort ergreifen? Ja, frage mal. Ich finde es einen spannenden Gedanken. Ich würde jetzt mal herausfordern, sind es wirklich die langweiligen Arbeiten, die wegfallen werden. Ich mache ein bisschen einen Kontrapunkt zu dem, was wir vorhin ganz am Anfang von Herrn Höckner gehört haben, im Stile von, ja, einfache Tätigkeiten werden wegfallen. In der Radiologie ist es mittlerweile so, dass Algorithmen mehr oder weniger das Niveau von über wahrscheinlich ein Jahrzehnt lang ausgebildeten Ärzten übersteigt. Also plötzlich werden hoch anspruchsvolle Tätigkeiten, die ganz viel Ausbildung brauchen und offenbar nicht so langweilig sind, dass man das nicht tun will. Also ganz hochbezahlte Spezialistenjobs, die kommen auch unter Druck. Also von daher würde ich jetzt einfach mal, wieso Challenge? Ich glaube, es sind nicht nur die langweiligen Arbeiten, es sind zum Teil hochqualifizierte Arbeiten, die auch wegfallen. Das mal vielleicht als erste vielleicht, ja, Rekalibrierung der Fragen. Also ich glaube, es sind ganz viele Dinge, die wegfallen werden und ein bisschen auch die Existenzen von Menschen in Organisationen etwas unter Druck stellen oder unter Druck setzen werden. Und dann der zweite Aspekt ist natürlich schon so, ich meine, wir können uns als Gesellschaft überlegen, was wir mit diesem Nutzen, der die Digitalisierung stiftet, nämlich, dass wir weitgehend automatisch grundversorgt werden, ja, dann könnten wir eigentlich einfach sagen, Muße und Schlendrian, mehr Spiritualität, mehr Rituale, mehr Sport, was weiß ich denn? Ich meine, wir müssen ja das nicht ersetzen mit neuen Tätigkeiten, die uns überlasten, auslasten. Ich meine, es gab Kulturen, oder es gibt es wahrscheinlich immer noch. Ich hatte kürzlich einen spannenden Dokumentarfilm gesehen über Körperbemalung, Tattoos. Das war vor tausenden Jahren, gab es Kulturen, die haben tagelang mehr oder weniger einfach Körper verschönt und haben sich wahrscheinlich, weil sie in den Tropen gelebt haben, hatten sie ein paar Medizinalpflanzen und das Essen ist ihnen in den Mund gewachsen. Aber sie mussten sich nicht irgendwie überlegen, Hilfe, ich bin ausgelastet oder überlastet, ich mache eine schöne Zeichen. Also ist ein bisschen plakativ, aber wir haben die Wahl als Gesellschaft, wie wir diesen Nutzen, der die Digitalisierung stiftet, wie wir den übersetzen in menschliche Existenz. Und ich weiß nicht, ob das einfach ist, indem wir noch mehr arbeiten, noch mehr, was weiß ich was, versuchen zu tun. Wir könnten uns vielleicht auch einfach auf ganz simple Dinge auch wieder etwas besinnen. Also manchmal habe ich das Gefühl, wir überfordern uns als Gesellschaft ein bisschen, indem wir unbedingt etwas Wahnsinniges tun müssen. Wir könnten auch wirklich einfach Muße Schlendrian, könnte man doch auch mal wieder. Also ihr versteht ein bisschen, ich versuche es ein bisschen provokativ zu formulieren. Aber ich weiß auch nicht, ob ich die Frage beantworte. Herzlichen Dank. Ich würde eine weitere Frage aufgreifen, nämlich von Corinna Gall. Sie fragt, brauchen wir vorab eine ethische Debatte darüber, welche Jobs überhaupt für die Automatisierung in Frage kommen, beziehungsweise welche nicht? Gäbe es denn Jobs, bei denen Sie die Automatisierung bremsen oder verbieten würden? Vielleicht Herr Heckner? Oder, ja? Also ich glaube, die Automatisierung ist natürlich
Also ich glaube, das ist das Thema, der Frage der Ethik, die stellt sich, die hat sich immer gestellt und die wird sich weiterstellen. Und die wird sich in den nächsten Jahren noch deutlich intensiver stellen, als weil wir wieder in einem Übergang sind, von einer alten Art und Weise zu arbeiten in eine neue Art und Weise zu arbeiten. Und das ist eine zweite industrielle Revolution. Das heißt, das Thema Ethik, was ist richtig, was ist falsch, was ist gewünscht, was ist nicht gewünscht, was ist Menschen wert, was ist nicht Mensch, also was ist menschlich, was ist nicht menschlich, dieser Diskussion werden wir uns stellen müssen. Und das sind keine einfachen Antworten. Da wo es jetzt schon klar ist, ist im Bereich der Waffen. Wir werden in 30 Jahren wird es keine Infanteristen mehr geben. Die braucht es nicht mehr, die werde ich durch Roboter ersetzen. Zu was führt das? Will ich das? Also auf dem Gebiet der Militärtechnologie sehen wir jetzt schon, was da auf uns zukommen könnte. Und da gibt es keine Grenzen bis jetzt, da gibt es keine Diskussion. Vielleicht wird es da auch nie eine Konklusion geben. Und das Beste, was wir haben, sind die Grundrechte des Krieges von 1907. Ich weiß es nicht. Aber die Frage wird uns beschäftigen, ganz, ganz klar. Frau Müller, wie sehen Sie das? Ja, also ich denke sicher auch, dass es da in Zukunft auch Diskussionen geben wird, wie es eben bis jetzt auch schon immer gegeben hat. Ich denke einfach, dass man schon grundsätzlich mal von vornherein sagt, okay, gewisse Tätigkeiten will man jetzt nicht automatisieren, gewisse Jobs, die will man erhalten. Ich denke nicht, dass das zielführend ist, weil die Technologie und auch die ganze Digitalisierung, das entwickelt sich alles immer so ein bisschen weiter. Also unser Arbeitsmarkt, unsere Unternehmen, auch wir als Gesellschaft, wir entwickeln uns immer weiter. Und ich denke, es ist besser, dass man da nicht auf Verbote setzt, sondern eben Lösungen findet, bei denen man auch innovativ, sich innovativ weiterentwickeln kann und so vielleicht auch diese ethischen Probleme etwas angehen kann. Für mich ist hier auch die Frage der Zeitdimension. Wenn wir das auf 5 Jahre anschauen, dann ist das alles kontrollierbar und diskutierbar. Wenn wir uns aber vorstellen, wenn diese rasante Entwicklung, die wir jetzt erleben, wenn wir das auf 100 Jahre extrapolieren, ich weiß nicht, ob es dann noch Menschen gibt, so wie wir uns das vorstellen, wenn wir nicht höllisch aufpassen. Da gibt es auch wilde Visionen. Und wenn wir das auf 100 Jahre rausziehen, dann sieht die Welt, wenn wir nicht aufpassen, wahrscheinlich seltsam aus. Ja, ja. Ich würde da auch noch gerne was dazu sagen und vor allem auf Frau Müller, was Sie sagen. Ich bin eigentlich da auch Ihrer Meinung, dass man tunlichst vermeiden sollte, zu sehr zu orchestrieren, welchen Arbeitsplatz man jetzt quasi menschlich erhalten will. Ich glaube, da gibt es eine natürliche, ja, gewissermaßen Auslese. Ein bisschen die Frage, wie schnell das geschieht, und da spielen natürlich die politischen Rahmenbedingungen eine Rolle. Und da gibt es für mich zwei Elemente. Oder das eine ist natürlich, dass wir heute die Art und Weise der Gewinnerwirtschaftung, wenn wir jetzt mal die Gewinne nehmen, die am Schluss einer wirtschaftlichen Tätigkeit stehen und schauen, in welchen Branchen pro Mitarbeitende welche Gewinne anfallen. Ich habe das gemacht für eine Rede im Nationalrat für ein politisches Geschäft. Bei Facebook hat eine Vollzeitstelle einen optimierten Gewinn pro Jahr von über 400.000 Franken. Ich meine, die meisten KMUs kommen pro Mitarbeitende vielleicht auf 150.000, wenn ich irgendeinen Handwerksbetrieb nehme. So. Umsatz, da sprechen wir nicht von Gewinn. Ich meine, bei Facebook ist das Gewinn. Und wir haben im Moment ein bisschen das Problem, dass eigentlich die Abgabepolitik dem technologischen Wandel nicht gefolgt ist und quasi der Schreiner, der Bürzer, der bezahlt über die Sozialabgaben und über die Einkommensteuer, die Infrastruktur, die Ausbildung und all das. Und die Gewinne, die werden quasi nicht mehr besteuert. Mir macht man auch Dauergeschenke als Aktionär mit einer qualifizierten Beteiligung. Aber eigentlich ist das nicht mehr ein faires Game. Plötzlich ist der nicht besteuerte Algorithmus, und ich spreche jetzt vom Gewinn oder von der wirtschaftlichen Tätigkeit, in direkter Konkurrenz mit menschlicher
Arbeitstätigkeit. Und wenn wir das nicht etwas ausbremsen, dann haben wir relativ schnell eine sehr prekäre Situation und noch dazu plötzlich Menschen ohne Kaufkraft. Und dann fällt irgendwie ein ganzes Kartenhaus zusammen. Und deshalb komme ich natürlich nicht wahnsinnig überraschend auf die Idee, dass man die Menschen vielleicht mit einer Grundsicherung ausstatten sollte. Damit hätten wir nämlich auch ein bisschen das Problem gelöst, dass Jobs, die verschwinden werden oder Leute, die sich neu finden werden, dass die nicht gerade in eine prekäre Situation gebracht werden, sondern gewissermaßen selbstbestimmt mit endlich langen Spießen immer sich noch irgendwie weiterentwickeln können. Aber da müssen wir als Gesellschaft im Moment haargenau hinschauen, weil was wir jetzt tun, ist das Gegenteil. Wir machen immer noch das Gewinnerwirtschaften einfacher und erhöhen die Sozialabgaben auf den Löhnen. Ich meine, das ist das, was wir tun. Aber eigentlich müssen wir das Gegenteil tun. Wenn wir wollen, als Gesellschaft irgendwie davon profitieren, dass die Digitalisierung uns eigentlich grundversorgt. Aber die Gesellschaft an den Rand drängen und für Kaufkraft entziehen, das ist auch nicht im Interesse der Wirtschaft, die dann vielleicht in 100 Jahren noch prosperieren. Ja, sehr interessant. Ich merke gerade, dass viele Fragen an Sie gestellt werden. Herr André, darf ich diese Fragen weiter aufnehmen und an Sie stellen? Ja, aber nicht zu viel reden, weil ich ein bisschen... Aber gerne. Ich fange jetzt mal mit der Frage von Rico Bodenmann an. Die Frage ist, wie ist in einer Holokratie die Verantwortung aufgeteilt? Also Mitarbeitende in der Firma haben alle Rollen. Niemand hat genau die gleichen Rollen wie jemand anderes. In jeder Rolle habe ich als Rolleninhaber die Verantwortung, aber auch die Macht, im Sinne dieser Rolle zu agieren. Das kann irgendetwas sein als Entwickler, wir sind eine Softwareentwicklungsfirma, das kann sein im Bereich Verkauf, ganz verschieden. Aber innerhalb einer Rolle habe ich eigentlich die volle Verantwortung und die volle Macht. Das ist, wie bei uns Holacracy funktioniert. Der ultimative Machtinhaber ist eigentlich die Holacracy-Verfassung. Das ist so ein bisschen, das ist das Grundlagendokument. Das sind wie die Grundsatzspielregeln. Da oben drauf machen wir dann gewissermaßen unsere Gesetze. Also das Lohnsystem, das definieren wir eine Stufe oberhalb. Unten dran ist dieses Betriebssystem, diese Verfassung gültig. Und danach richten wir uns alle. Das steht auch in den Arbeitsverträgen, dass wir nach diesen Regeln spielen innerhalb der Firma. Ich hoffe, das beantwortet die Frage. Herzlichen Dank. Dann würde ich die nächste Frage aufgreifen, wenn das für Sie in Ordnung wäre. Und zwar von Melanie Berni. Sie hat ebenfalls eine Frage an Sie. Sie sagten, dass es ein Nachteil sei, dass Sie keine Chefpositionen mehr anbieten können. Aber ist es nicht so, dass Personen mit einer hierarchischen Denkweise vom Mindset her gar nicht zu Ihrer Firma passen würden? Wieso sehen Sie diese Tatsache als Nachteil an? Melanie Berni hat natürlich völlig recht. Das ist bei uns kein Thema mehr und wir suchen diese Menschen auch nicht. Ich habe eher generell für das System gesprochen, also Firmen, die jetzt wechseln wollen, werden damit irgendwie sich auseinandersetzen müssen, auch mit bestehenden Chefs, wenn man viele Hierarchiestufen hat. Wie verlieren wir diese Menschen nicht? Weil das sind in der Regel ganz kompetente Menschen in wichtigen Positionen, aber wenn man plötzlich sagt, du bist nicht mehr Chef, ja, da braucht es aber irgendeine alternative Antwort. Und das ist eine Herausforderung. Das würde ich nicht unterschätzen und nicht kleinreden wollen. Aber für uns als Lieb ist das kein Problem. Dann eine weitere Frage an Sie. Können Sie eine messbare Verbesserung bei Lieb aufgrund der holokratischen Organisationsstruktur feststellen, zum Beispiel höhere Kundenzufriedenheit, erhöhte Produktivität? Also was wir sehr stark gemerkt haben, ist einfach das Engagement der Menschen in der Firma, weil plötzlich ist es nicht mehr, ich muss warten auf jemanden, der mich irgendwie etwas machen lässt. Also dass dieses Empowerment, dieses selber bestimmen können, das wirkt ganz, ganz schwer. Und das wird sehr gut anerkannt. Und das sieht man dann eben auch in der Zufriedenheit bei den Leuten. Also wir haben top zufriedene Leute in der Firma. Und das, denke ich, ist wahrscheinlich eine der wichtigsten Messgrößen. Dann in der Produktivität, wir merken einfach, ich würde nicht sagen, dass wir produktiver sind, weil wir auch kein Gewinnziel haben. Wir wollen einfach gute Dinge tun und das mit einer
wenn es schwarz ist, ist okay. Wir haben keine Gewinnziele. Und insofern ist bei uns die Produktivität nicht das zentralste Element, solange alles bezahlt wird, weil auch das wird weitgehend selbstbestimmt definiert, was wir überhaupt finanzieren wollen. Ein wichtigerer Aspekt finde ich die Krisen, Agilität. Oder ich meine, wenn man auf ein Gremium warten muss, das für einen ganzen Betrieb jetzt entscheidet, was das Richtige ist, das man jetzt tun muss, beispielsweise Covid. Ich meine, das gibt es bei uns nicht. Das ist ein Schwarm, der sich selber konstituiert. Das geht blitzschnell und die ganze Firma ist neu orientiert. Und das finde ich eigentlich fast spannender als die Produktivität. Natürlich ist das auch eine wichtige Größe, aber ich finde, die Veränderungsfähigkeit ist für mich noch fast die Größe. Und da kann ich durchaus sagen, dass das massiv zugenommen hat. Und die Kunden, wir haben jetzt dieses Jahr, hatten wir ein bisschen, auch wegen Covid, ein bisschen weniger Umfragen gemacht, aber man sieht es vor allem in den Projekten, die dann auch Awards gewinnen. Da haben wir echt, sind wir wirklich sehr zufrieden. Also auch die Kunden sind happy damit und spüren notabene auch nicht so viel von dieser Selbstorganisation. Das ist eigentlich eine interne Angelegenheit. Herzlichen Dank. Ich sehe einige Fragen zum bedingungslosen Grund, also zum Grundeinkommen vom Staat her. Ich denke, jetzt, wenn ich offen bin, dass wir sehr, sehr lange über bedingungslose Grundeinkommen reden können, weil da gibt es verschiedene Definitionen, was wäre bedingungsloses Grundeinkommen, welche Voraussetzungen hätte man, was wäre der Effekt unter den verschiedenen Aussetzungen. Ich erlaube mir jetzt, diese Fragen eher beiseite zu schieben und dafür auf andere Fragen einzugehen. Und falls wir noch weiter Zeit haben, würde ich sehr gerne diese Fragen noch aufgreifen. Aber zum Beispiel Vincent Ogier hat eine Frage: Wie kann man die Leute erreichen, welche von der digitalen Transformation am stärksten betroffen sind, sodass sie sich weiterbilden können oder arbeitsfähig bleiben? Frau Müller, haben Sie da eine Antwort darauf? Ja, ich denke, das ist ein wichtiger Punkt. Also das Wort ist ja hier schon gefallen, also dass es wichtig ist, dass Leute möglichst arbeitsmarktfähig bleiben. Also dass jetzt auch, wenn sie in einem Job arbeiten, von dem man davon ausgehen kann, dass er vielleicht in Zukunft automatisiert wird oder vielleicht auch schon in früher Zukunft automatisiert wird, da ist es sicher hilfreich, dass sich diese Leute so weiterentwickeln und dass man sie vielleicht auch schon eben als Unternehmen darin unterstützt, dass sie sich so weiterentwickeln können, dass sie dann später in einem anderen Bereich auch Fuß fassen können. Und ich denke, das ist auch für die Zukunft eine Herausforderung für unser Bildungssystem, also dass man Leute heute so ausbilden kann, dass sie dann in Zukunft auch Jobs übernehmen können, die es vielleicht heute auch noch gar nicht gibt. Also dass man nicht zu sehr nur auf irgendein spezifisches Wissen setzt, sondern den Leuten auch beibringt, eben das ganze Leben auch neue Dinge zu lernen, sich weiterzuentwickeln. Aber jetzt so ganz konkret für die Leute in dieser Situation, da ist es sicher eben wichtig, dass es Möglichkeiten gibt, zum Beispiel einer Umschulung. Also es gibt heute bereits Ansätze, die eine Lehre vorschlagen, auch in fortgeschrittenem Alter. Also wenn jetzt jemand irgendwie 20 Jahre in einem Beruf war und sich aber nun neu orientieren möchte, dass es da extra auch dazu zugeschnittene Lehren gibt, die eben bereits auch diese Erfahrungen, die diese Personen mitbringen, auch schon mit einbeziehen und dass man dann so auch eine Möglichkeit hat, auch noch in etwas fortgeschrittenem Alter den Beruf zu wechseln. Herzlichen Dank. Herr Regner, haben Sie auch dieselbe Einschätzung? Ich weiß nicht, was am Schluss die Antwort ist, wie wir es richtig machen wollen. Aber für mich ist das eines der ganz großen Themen, die wir gesellschaftlich zu lösen haben. Und das bedingt alle, die Politik, den Einzelnen, die Gesellschaft und die Wirtschaft oder die Firmen. Und ich glaube, wir werden das lösen können, indem wir viel experimentieren und dann von den erfolgreichen Experimenten lernen. Und was für mich ganz klar ist, ist, dass es nur in einem Gesamtansatz gelöst werden kann und muss. Universitäten, Gesellschaft etc. etc. Und das andere ist,
Grundbedingung ist, dass man die Sprache des Landes spricht. Also jeder, der nicht die Sprache spricht, ob das jetzt Deutsch, Französisch oder Italienisch ist oder Romanisch seines näheren Umfelds, der wird hier nicht mitmachen können, glaube ich. Der wird einfach hier rausfallen aus diesem Netz. Ich glaube, ich würde einfach wirklich noch stärker anfangen, versuchen, die Leute zu integrieren. Und für mich fängt es bei der Sprache an, da die Leute als erstes mal abzuholen. Vielen Dank. Dann würde ich eine weitere Frage aufgreifen von Rico Bodenmann. Ein schlechter Gebildeter mit einfacheren Dienstleistungsjob ihre Stelle durch die Automatisierung verlieren. Welche Auswirkungen auf die soziale Ungleichheit erwarten Sie? Herr André, was erwarten Sie? Ja, eben, ich meine, das ist das, was ich vorhin ein bisschen versucht habe anzusprechen. Oder? Wir müssen uns überlegen, wie wir uns als Gesellschaft mit den Notwendigkeiten ausstatten, die es nun mal braucht zum Leben. Jetzt kann man einerseits sagen, ja gut, bildet euch möglichst schnell weiter, kommt wieder irgendwie in einen bezahlten Job rein, aber es dürfte halt eben schon Effekte geben, wo das für gewisse einfach so nicht mehr so ganz einfach sein wird. Und jetzt ist die Frage, was tun wir? Lassen wir diese Menschen hängen? Und ich finde nein, weil wir können es uns eben leisten, auch wegen der Digitalisierung uns, und jetzt komme ich leider wieder auf diese Idee einer Grundsicherung, dass man die Menschen sich entfalten lässt. Oder ich meine, in der Schweiz wird mehr unbezahlte Arbeit geleistet als bezahlte Arbeit. Und das stiftet Nutzen. Das ist nicht irgendwie, das ist Kinderbetreuung von RentnerInnen, das ist freiwillige Arbeit in Vereinen. Ich glaube, wir sollten die Menschen nicht unterschätzen in der Fähigkeit, einen Beitrag zu leisten, weil das ist ein menschliches Grundbedürfnis. Ich wünschte mir aber, dass wir uns da etwas, ja, dass wir etwas liberalere Konzepte diskutieren, wo eigentlich ich nicht darauf warten muss, dass irgendjemand für mich eine Tätigkeit schafft, der ich dann nachgehen kann, wofür ich mich dann ausbilden muss. Ich meine, vielleicht kommt dieses Konzept einfach ein bisschen wird ein bisschen über den Haufen geworfen. Ich habe große Hoffnung in das Potenzial aller Menschen und nicht nur weniger, sich irgendwie zurechtzufinden, solange wir sie nicht an den Rand der Gesellschaft drängen, solange wir sie nicht stigmatisieren, solange wir sie mit dem ganz Notwendigen, wiederum als Gesellschaft, die wir ja selber konstituieren, wenn wir uns diese Möglichkeiten geben. Und das sind ganz große Fragen, aber ich meine, dass die wichtigste Antwort ist eigentlich das menschliche Potenzial. Unterschätzen wir die Menschen nicht. Aber eben, man muss die nötigen Räume geben, die nötigen Möglichkeiten, weil sonst dürfte es durchaus eben sehr, sehr schwierig werden. Oder man fällt dann eben in eine völlige Abhängigkeit auf wirklich schlimme Jobs, wo man 2, 3 davon haben muss, um wieder unten zu kommen. Ich meine, das kann keine Zukunft sein, die wir wollen, weil da braucht es nicht mal eine Weiterbildung, aber du hast 3 Jobs. Also, ich meine, damit müssen wir irgendwie auseinandersetzen. Aber eben, es ist wieder ein bisschen, tut mir leid, wenn ich wieder auf das zurückfalle, aber Sie verstehen vielleicht, wieso, dass ich finde, dass diese Dinge sehr stark miteinander zusammenhängen. Ja, ja. Und Frau Müller, wie schätzen Sie das ein? Ja, also ich denke, dass die ganze Diskussion über, ob es jetzt ein Grundeinkommen braucht oder nicht und wann es das brauchen würde, ich denke, dass damit könnte man nochmal ein eigenes Webinar füllen. Also ich denke, das geht hier jetzt auch ein bisschen weit, diese Frage dann auch noch zu beantworten. Aber ich bin völlig mit Herrn André einverstanden. Also diese, dass wir eben auch das Vertrauen darin haben, dass wir Menschen Potenziale haben und wir diese auch nutzen. Und bis jetzt hatten wir ja auch schon einen deutlichen Wandel. Man unterschätzt das vielleicht so ein bisschen, aber wenn wir jetzt zurückdenken, wie die Welt vor 100 Jahren war und wie sie jetzt ist, also da hat sich einiges getan und wir haben das eigentlich gut gemeistert, auch mit diesem Wandel zurechtzukommen. Und ich denke, das sollte uns auch eben in Zukunft gelingen und
genau wie Herr André gesagt hat, ist es da sicher auch wichtig, dass wir eben vielleicht also nicht so viele Abhängigkeiten schaffen, dass wir nicht zu viel vorschreiben, sondern einfach die Leute auch machen lassen und dass sie sich dann eben selber entfalten können. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, ich sehe das auch, wie Sie, dass das Grundeinkommen ein sehr großes Thema ist und das Potenzial hat, ein eigenes Webinar dafür zu organisieren. Und das werde ich mir sicherlich im Hinterkopf behalten, aber ich würde langsam zum Abschluss kommen und falls das für Sie alle in Ordnung wäre. Und ich verspreche euch, dass wir sicherlich eine Veranstaltung das Grundeinkommen organisieren werden, denn ich glaube, diese Frage brennt vielen Zuschauerinnen und Zuschauern unter den Nägeln. Und ja, und dann würde ich mit einer kleinen Abschlussfrage langsam den Schluss finden und danach das Wort an Caroline abgeben. Und eine Frage eben, wie gesagt, hätte ich noch, und zwar eine ganz simple: Welche Unternehmensstruktur befürworten Sie? Sei es, ist es die holokratische Unternehmensstruktur oder die hierarchische? Ich weiß, es ist eine Schwarz-Weiß-Frage, aber Herr Andres, das ist der Fall ganz klar bei Ihnen, würden Sie jedes Mal die holokratische Unternehmensstruktur bevorziehen? Also so schwarz-weiß ist die Frage einfach zu beantworten, weil wir haben sie ja für uns beantwortet. Das heißt, dass das für alle Zeiten so bleibt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es zurück in ein hierarchisch-pyramidales Modell geht in unserer Firma. Das ist undenkbar. Ja. Herr Heckner, wo würden Sie sich wohler fühlen? In welcher Struktur? Ja, ich lebe in einer Holokratie, also, und lebe da jetzt seit 15 Jahren drin und ich glaube, solange wir die Schweiz nicht in einen Failed State umwandeln, werden wir hoffentlich eine Holokratie sein. Und wenn das anders wäre, dann ist die Gefahr wieder von autoritären Systemen gegeben. Aber it's Holocracy, yes, no doubt. Frau Müller, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, also ich finde es sehr schwierig, diese Schwarz-Weiß-Frage so schwarz-weiß zu lassen. Also ich denke, es gibt beide Modelle haben sicher durchaus ihre Vorteile, aber auch ihre Nachteile. Und ich denke, es kommt eben auf die Organisation drauf an, wo was besser funktioniert. Und wenn ich jetzt frei wählen könnte, wie die perfekte Organisationsstruktur für mich wäre, dann wäre es vielleicht so, zwar eine hierarchische Struktur, aber eben mit nicht zu vielen Stufen, nicht zu viel Management, wie wir vorhin gehört haben. Aber ja, ich finde es doch, hat doch auch seine Vorteile, wenn man dann am Schluss noch einen Chef hat. Herzlichen Dank für die beantwortende Frage. Ja, mir ist bewusst, dass wir noch sehr lange über den Arbeitsmarkt 4.0 diskutieren können oder auch eben über das bedingungslose Grundeinkommen. Und mir ist auch bewusst, dass in diesem Webinar nicht alle Aspekte berücksichtigt wurden. Aber ich hoffe sehr, dass dieses Webinar über den Arbeitsmarkt Ihnen einen Eindruck verleihen konnte. Und meinerseits besten Dank für Ihre Zeit, für Ihre Teilnahme und an das Publikum. Vielen Dank fürs Einschalten und hiermit übergebe ich das Wort an Caroline. Ja, vielen Dank, Dirkan, für das Moderieren und auch den drei Panelisten, Frank Heckner, Gerhard, André und Valerie Müller, dass wir den Event durchführen durften. Und das waren sehr spannende Inputs und Diskussionen. Ja, in diesem Fall bis bald und ich freue mich, wenn wir das nächste Mal die Herausforderungen von morgen entdecken können. Schönen Abend noch. Tschüss, danke. Tschüss.